begrüßt. Wer auch immer du bist. Da steht nämlich kein Name dabei. Warum verklicke ich mich denn dauernd? Hey, verarschen. Hä? So, das Ruckeln kann daher kommen, dass ich am Rendern bin, nebenbei. Im Schritt ist momentan nicht alles fit, aber ansonsten geht's mir gut, ja. Um ehrlich zu sein, ich habe heute noch gar nicht wirklich was gemacht. Mir geht's heute nicht ganz so gut. Ich bin immer noch ein wenig krank. Mir ist gerade eine lustige Idee mit meinem T-Shirt gekommen. Mal ein ähnliches T-Shirt machen, wo ein Drache an Hater zerkaut und draufschreiben, wie, gibt's mehr? Oder so? Oder gibt's noch mehr oder so? Wäre doch auch mal ein ganz witziges T-Shirt. Achso, scheiße, ich habe keinen Match machen. Oh ja, es ruckelt heute aber ganz gewaltig. Wieso ruckelt das denn heute so stark? Rainer, wie kommst du auf was deine Mario-Theorie? Ich habe eine Mario-Theorie? Achso, dass es Mario-Komplexe hat. Es ist im Prinzip ganz einfach. So, und jetzt passt auf, wenn ich jetzt, weil es ging um eine Theorie, ich habe eine Theorie. Und zwar glaube ich, dass Mario Komplexe hat. Warum glaube ich das? Jetzt passt auf, wenn ich jetzt da durchlaufe, dann kann er hier nicht weiterlaufen. Da, jetzt kauert er sich zusammen. Und ich glaube eben, dass es daran liegt, weil Mario hat extreme Komplexe. Jedes Mal, wenn er stirbt oder so, weil Spieler ihn irgendwie töten. Ich glaube, dass es daran quasi liegt, dass er sich so zusammenkauert. Das ist meine Theorie dazu. Mit dem Grün kommt das Silber echt gut, oder? Ist ja auch Silber. Angelika, willst du auch Mod? Angelika, ich krieg von dir heute keine Antwort. Was ist denn los? Alles okay? Angelika, was ist denn heute los mit dir? Jetzt beleidigst du auch schon Leute. Was ist denn heute los? Bist du überhaupt richtig, Angelika? Was ist denn heute los mit dir? Antwortest nicht auf Fragen? Beleidigst Leute? Was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, wenn du das nicht sauer auf dich. Wieso denn? Ich weiß ja nicht mal, wer sie real ist. Ich kenn sie ja nur hier aus dem Stream. Hab mich durchschaut. Was habe ich denn getan? Ich verstehe auch nicht, was ihr mich immer alle durchschauen wollt. Angelika, habe ich dir irgendwas getan? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wenn ja, Entschuldigung. Aber ich verstehe echt nicht, warum du mich gerade komplett ignorierst. Super, meine letzte Kippe. Es ist echt ungewöhnlich, ne? Wir haben heute 19,9 Grad. Gestern hatten wir 19,8 Grad im Zimmer. Und gestern hat es mich nicht gefroren. Heute friert es mich. Ach übrigens, welcher Verrückte mir eine riesige Kiste Schokobons geschickt hat. Vielen lieben Dank. An den Irren, ey. Schon ein bisschen auch übertrieben, oder? Nur halt mega ungesund. Muss ich sagen, wenn ich hier Pompen liegen hab. Wisst ihr, was ich überlegt hab? Mal so aus Spaß einfach nur. Mir meine riesige Palette Energy Drinks liefern zu lassen. Einfach so. Momentan habe ich allerdings keinen Platz, um die unterzustellen. Oh, in einer halben Stunde werden die Lottozahlen gezogen. Ich kacke auf Rudis Grab. Cool, danke. Da brauche ich schon nicht düngen gehen. Heute habe ich den geistigsten Tiefflieger überhaupt gesehen. Ein 15-Jähriger, ja. Der hier gestern schon war und rumgeschrien hat, schon einen Platzverweis gestern gekriegt hat, heute wieder da war, wieder gefilmt hat, wieder einen Platzverweis gekriegt hat, und schön eingesackt wurde dieses Mal, wurde mitgenommen, Eltern angerufen und so weiter. Da fragt man sich doch letzten Endes, wie es sein kann, dass der mit 15 Jahren so eine Scheiße hier abzieht. Was haben denn seine Eltern falsch gemacht? Vor allem, der ist 15, ja? Macht sich darüber lustig, dass ich fett bin? Macht sich darüber lustig, dass ich langsam bin? Tut hier so, als ob er mir irgendwas tun will oder sonst was? Sobald ich rausgehe und ihm nachlaufe, läuft er weg, die feige Sau. Anstatt dass er dann seinen Mann steht, wenn er schon unbedingt Stress machen will. Dann kommt dazu, dass das Ganze auch noch schön filmt wieder alles. Das ist natürlich alles gelöscht worden in seinem Kindergarten da. Dann kommt dazu, dass er schon die Scheibe bei mir eingeschlagen hat, also deswegen schon Probleme hat. Mit 15 macht er sich darüber lustig, dass ich arbeitslos bin, ja? Und er ist 15, hat er mit Sicherheit noch nichts in seinem Leben gearbeitet. In seinem Alter habe ich schon fast 2 Jahre gearbeitet. Ist die Musik zurück? Soll ich was anderes spielen? Das Problem ist bloß, ich bin ein mieser Ratte, wenn es um Musik geht. Ich kann da jetzt was richtig Hartes ballern, wenn ich will. Boah, ja, mit dem Schnauzer, ne? Ich rasiere den heute Abend ab. Ich habe die Schnauze voll. Bloß hier, Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ohne Scheiß, ich habe immer einen Schnauze. Fällt euch nun normalerweise nicht auf, komischerweise. Wie wäre, wenn du einfach was anderes schaust, wenn dich mein Zeug stört, was ich mache? Hm? Wäre das nicht intelligenter? Was isst du heute? Ich habe schon gegessen. Ich zum Beispiel liebe Met, zumindest. An sich mag ich auch keinen Wein. Ich habe noch einen Weißwein hier, den ich selber aber nicht mag. Den habe ich damals eigentlich für die Aktion gekauft, beziehungsweise für die Person gekauft, mit der ich eigentlich ja Ende August eine Zeit lang verbringen wollte, aber da hat das alles nicht funktioniert, ne? Wisst ihr selber, das war die Aktion mit, Erdbärchen. Das war die Aktion mit Cola und Mehl und so. Und seitdem habe ich den im Kühlschrank stehen.
Obwohl man Wein eigentlich, glaube ich, gar nicht gekühlt trinkt, ne? Wein trinkt man, glaube ich, auf Zimmertemperatur. Jedenfalls steht er jetzt seither im Kühlschrank. Und da wird er wahrscheinlich auch noch weitere 5 Jahre stehen. Weil ich den absolut nicht trinken werde. Da steht er einfach nur rum. Weißwein benutzt man aber normalerweise nicht. Also ich kenne jetzt keine Rezepte mit Weißwein. Mit Rotwein, ja. Immer nur Videos über Hater? Schauen wir uns doch mal die letzten Videos auf meinem Hauptkanal an. So, das letzte Video, was ich gemacht habe, war, ich werde dem Live-Arena-Typen kein Interview geben. Das ist kein Hater, das ist eine Aussage zu dem Arena-Live-Typen. Mein Tag, naja gut, da ist halt der Hater leider mit dabei, weil ich halt über mein Zeug rede. Zusatz zum großen Ganzen, okay, gut, zugegeben. Zungenbrecher Part 1, gut, da habe ich vergessen, zwischendurch wollte ich noch ein paar andere machen. Dann meine Verurteilung, da ging es auch weniger um die Hater, sondern eher auch um mich. Einer meiner Kanäle ist gelöscht, ja gut, das hat auch nichts zwanghaft damit zu tun. Meine Tür ist wieder ganz, das ist auch nichts mit Hatern. Also ich finde nicht, dass ich so viele Videos über Hater zurzeit mache. Ich weiß, was für Brote ich noch nicht hatte. Ich wollte demnächst mal ein Gemüsebrot machen. Irgendwas für die vegetarischen Leute unter euch. Was ich mega geil finde, ist ein Honigsteak. Oder ein Honigfleisch. Das ist richtig, richtig geil. Hä? Wo ist denn das bitte der Trauermucke? Das ist eine Fantasy-Mucke, Junge. Das soll die Fantasie anregen. Oh, hast recht, wo du es gerade erwähnst. Vor ungefähr 10 Minuten, Entschuldigung. Das wird eh nichts werden, aber lustig wäre es. Ah, knapp daneben wäre es ein Zweier gewesen. Nee. War aber klar. Ja, es war aber klar. Lotto gewinnen ist so gut wie unmöglich. Da muss man schon ein unvergleichlicher Glückspilz sein. Und das bin ich nicht. Mit der Einstellung gewinnst du nie. Du glaubst echt, du zweifelst echt an meiner Einstellung? Ist das dein Ernst? An meiner Einstellung? Ich brauche gar keinen allzu hohen Gewinn eigentlich. Und mir würde schon ein relativ kleiner Betrag von mehreren 10.000 Euro oder so würde mir schon reichen. Damit könnte ich ein bisschen meine aktuellen Probleme ein bisschen abdämpfen, könnte meine Videos und Streams weiterhin machen. Und das Coole wäre, dadurch, dass ich gewonnen hätte, noch dazu, wenn es im Stream wäre, das würde mir so viel wieder einbringen, das würde mir so viele Leute einbringen, die dann wieder mehr zuschauen und mehr Interesse dann haben oder auch neue Zuschauer vielleicht. Deswegen, ne, das ist alles immer eine Frage der Einstellung und der Situation. Ich würde mal Zeit, dass ich mir ein Meteis schenke. Ich wünsche dir noch so einen anständigen Eingießer. Arschloch! Ich muss mal so ein Einstöpsel und Dinger holen. Drehen wir mal wegen auf, oder? Bullbeat ist richtig geil. Die gehen richtig ab. Ich hab die schon ein paar Mal live gesehen. Ja, das war Absicht. Schraub mal runter. Was habt ihr denn mit dem beschissenen Bass? Der ist doch gar nicht an. Jetzt ist der Bass ganz aus. Ich würde am liebsten den Bass jetzt richtig aufdrehen gerade. Wenn ich es über OBS einspiele, dann muss ich Kopfhörer aufsetzen. Und nimm es mir nicht übel, aber mir ist meine eigene Soundqualität, die ich höre, lieber und wichtiger. Warum ruckelt es denn so extrem heute? Ruckelt es bei euch auch so extrem, das Bild? Ich habe total die Verzögerungen drinnen. Ich habe jetzt mal mein Rendern habe ich jetzt mal abgebrochen gerade. Was ich nebenbei mache, geht doch nichts an. Nichts für ungut. Jeden Tag, ich höre fast 24-7 Musik. Wenn ich dann zocken bin, am Aufnehmen oder so, bin ich immer Musik hören, sogar im Stream, wie man merkt. Ihr müsst überhaupt keine Hoffnungen begraben, ihr wisst doch noch gar nichts, Leute. Halloween ist erst in 15 Tagen oder in 14 Tagen. Leute, was mit Halloween ist, weiß keiner von euch, weil ich mich dazu noch nicht geäußert habe. Ihr seid alle Lüstlinge. Ach, von wegen Raven. Auch Frauen haben ihre Triebe. Habe ich gehört. Irgendwann mal. Was denn? So ein geiles Riff, ach nur das Solo. Geht gleich richtig geil los. Man muss ja mal lauter machen, das Solo ist so geil. Und? Boah, so ein geiles Solo. Viele Frauen sind verdorbener als Männer. Frauen zeigen es nur nicht so in der Öffentlichkeit, wie es Männer tun. Der Satz ist gut. Und wenn ich das so an meine eigenen Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht denke, ja? Schon? Doch? Ja? Mhm. Übel. Echt übel. Ich hab das schon angezeigt bei Juno. Ich hab denen schon gesagt, dass die mal die Namen überprüfen sollten, ob man nicht mal bestimmte Namen in Zukunft überprüft, bevor man sie freigibt. Und auch so lange Namen und so weiter.
Ja, Raven, du musst bedenken, ich habe ein bisschen andere Connections zu Juno wie du. Als Partner und so. Der Support ist nicht auf Englisch. Doch, lol. Okay, Schichtsalat. Du weißt es besser. Obwohl ich mit mehr als einer Person von denen schon gesprochen habe. Und schreibe mit denen öfter mal. Aber du weißt es besser, Schichtsalat. Ist okay. Ist okay. Du bist der Juno-Partner und ich bin ein Nichtswissender. Ist okay. Ja, Schichtsalat, du weißt es besser als ich. Und der Preis für die dümmste Aussage heute im Stream geht definitiv an Schichtsalat. Ich bin Juno-Partner seit 2015. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren beim Abonnentenprogramm mit drinnen. Und ich habe mit denen seit, ich weiß gar nicht wie lange, Kontakt. Aber du weißt es besser. Ist okay. Ist okay. Und nicht so zickig. Kollege, wenn ich sage, dass es gibt auch einen deutschen Support, dann würde es wohl so sein. Ich habe dir nochmal geantwortet. Ich sagte, es gibt auch einen deutschen Support. Hast du gemeint, nö, ist alles auf Englisch. Ja. Wenn du es besser weißt, herzlichen Glückwunsch. Geh dann mit seinen Fans um. Ja. Wenn das nicht passt, Alter, dann kannst du dich verpissen. Immer dieser Scheiß, Alter. Immer heißt es dann, machst du so. Ich mag es nicht, wenn meine Aussagen angezweifelt werden. Wenn ich sage, es ist so, dann wird es schon so sein. Es wird schon seinen Grund haben, warum ich das sage. Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Ahnung habe. Zumal ich in der Materie weit tiefer drin stecke. Das war jetzt eingebildet. Dann bin ich eben eingebildet. Ich habe auch allen Grund dazu eigentlich. Finde ich. Wenn ich mal eingebildet oder arrogant rüberkomme, habe ich meiner Meinung nach auch alles Recht dazu. Es gibt keinen 24-Stunden-Stream, Leute. Ich streame immer und dann so lange, wie ich kann, wenn ich kann, wann ich kann. Die heutige Sendung wird präsentiert von Arbeitspulli. Der Originalpulli damals war von einer Mannschaft von Ding, vom Eishockey. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Was arbeitest du? Diese Frage. Wie kann man so eine Frage stellen? Ich verstehe es nicht. Das tut mir alles weh, wenn ich so eine Frage lese. Tut mir alles weh. Okay. Wie wäre es, wenn du kurz mal die Leuchte im Kopf anmachst und drüber nachdenkst, was an deiner Frage komisch war? Wenn du einen Streamer fragst, was er arbeitet. Ja. Ich bin aber nicht ausschließlich Junauer, das wisst ihr aber alle. Wenn du einen Streamer fragst, was er arbeitet und offensichtlich damit sein Geld verdient, kapierst du nicht, was an der Frage falsch war? Die meisten Streamer machen es doch nicht hauptberuflich. Ja. Es gibt aber genug, die es hauptberuflich machen. Und falls es dir nicht aufgefallen ist, bin ich einer der höchsten Streamer hier im Juno. Mal abgesehen davon, dass ich es persönlich generell sehr unhöflich finde, wenn meine andere Person fragt, was sie arbeitet. Ja, dann verpiss dich. Und einen Kopfschütteln kannst du woanders lassen. Sowas packe ich nicht, Alter. Also ich finde nicht, dass es eine höfliche Frage ist. Ich würde nicht sagen, dass man zwangsläufig eine Reichweite erkennt. Aber wenn ich schon so auf die Frage reagiere und wenn man anscheinend ja von offizieller Stelle schon sehen kann, dass es so viele Leute sind, die hier sind und zuschauen und streamen, beim Stream meine ich, zuschauen, dann sollte man eigentlich davon ausgehen können, nur weil du etwas nicht als Arbeit betrachtest, heißt es noch lange nicht, dass es keine ist. Ich stecke momentan so viel Zeit in meine Let's Plays, in meine Streams, in meine Videos, da würdest du ganz schön mit den Ohren schlagen, wenn du so viel am Tag arbeiten müsstest wie ich. Neue Frisur. So laufe ich seit einer Woche rum, ungefähr. Amon macht angeblich auch Melodic Death. Obwohl viele Fans sagen, dass es eigentlich Viking ist. Nur Viking gibt's gar nicht. Freunde drum. Viking gibt's. Glaub's mir. Tja, meine Stimmung ändert sich oft schnell, weil ich halt ein vielschichtiger Mensch bin, ne? Weit vielschichtiger als viele von euch glauben, denke ich. Und weit mehr als ihr alle wisst. Der Merch-Shop geht schon lange nicht mehr. Bedankt dich bei den Hatern. Hoi! So Leute. Ein letzter Schluck von meinem Met. Wunderbar. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, beim nächsten Stream, beim nächsten Gedönsgetue, Gemache. Hoffentlich dann ohne dieses ganze blödsinnige Getue die ganze Zeit so, ist das das oder so. Immer dieses ganze Gerüchte streuen, geht mir immer tierisch auf den Sack. Das kann ich auch echt anders nicht ausdrücken, tut mir echt leid. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal streamen, Video, Gedöns, Getue, Gemache und ich weiß nicht, was noch alles wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache, haut rein und schlaf gut. Ich gehe noch nicht schlafen, das wird noch einige Stunden dauern. Ich habe noch viel zu tun. Haut raus, haut rein, haut hin, haut zurück. Keine Ahnung, nee, haut niemanden. So, bis zum nächsten Mal, euer Drache und tschö, tschö. Jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch, wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davonkommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey, ohne Dreck, Alter.